Die First Wise Media GmbH ist ein Full-Service-Dienstleister für hochwertiges IT-Zubehör von Markenherstellern wie Samsung, Samsonite, Edding oder Creative. Das Herz des Unternehmens schlägt in Werzen nahe der Autobahn A1 zwischen Bremen und Hamburg. Hier entstand im Jahr 2010 ein neues Logistikzentrum. Das enorme Wachstum, was wir allein in den letzten 10 Jahren erfahren haben, hat uns natürlich dazu gezwungen, dass wir uns logistisch immer mehr erweitern mussten. Deswegen haben wir uns bereits vor 4 Jahren entschieden, ein komplett neues Logistikzentrum zu errichten. Die neue Halle umfasst insgesamt 91.000 Kubikmeter Volumen. In dieser Halle ist verbaut ein automatisches Kleinteilelager, ein sogenanntes Multishuttle. Das heißt, das Lager fährt zum Menschen. Der Mensch steht still an einem statischen Arbeitsplatz und der Lagerbehälter, in unserem Fall eine Kunststoffkiste, wird über Robotertechnik und Fördertechnik zu diesem Menschen hingebracht. Für die Kleinteile-Kommissionierung fiel die Wahl auf das Multishuttle Generation 2 von Dematic als Pilotanwender. Rund 20.000 Pick-Positionen werden hier pro Tag kommissioniert. Anfang 2012 ging die Anlage in Betrieb. Über eine Visualisierung der Gesamtanlage haben die Mitarbeiter im Leitstand die Funktionsfähigkeit aller Anlagenkomponenten stets im Blick. Das neue Logistikzentrum teilt sich in folgende Bereiche auf: Wareneingang und Warenumschlag für Paletten, Wareneingang für das Multishuttle mit 5 Arbeitsplätzen, manuell bedientes Paletten- und Kommissionierlager mit 6.600 Stellplätzen, Multishuttle-Lager mit 37.200 Behälterstellplätzen, Kommissionierzone mit 12 Arbeitsplätzen und Versand- und Warenausgang. Gesteuert wird die Anlage von der Lagerverwaltungs- und Materialflusssteuerungssoftware DC Director von Dematic. Nach der Warenannahme entscheidet das System, in welchen Bereich die Ware eingelagert werden soll. Größere Mengen und Artikel, die für das manuelle Kommissionieren bestimmt sind, werden auf Europaletten umgepackt, dann zur Waage und anschließend ins Palettenlager gefahren. Die Gewichtskontrolle bereits im Wareneingang ist für die Qualität und die Richtigkeit der Stammdaten enorm wichtig. Artikel, die für das Multishuttle bestimmt sind, werden zunächst an den 5 Arbeitsplätzen im Wareneingang in Behälter umgepackt und dabei von sämtlichen Lieferkartonagen befreit. Die Ergonomie der Arbeitsplätze spielt hier und in der gesamten Anlage eine entscheidende Rolle. Für das Einsortieren der Ware in die Behälter erhält jeder Mitarbeiter nach dem Scan der Palette angezeigt, wie viele Artikel insgesamt von der Palette in Behälter umgepackt werden müssen. Um die Stückzahl zu ermitteln, wird der Behälter beim Umpacken immer wieder gewogen. Ist ein Lieferantenkarton leer oder der Behälter voll, bestätigt oder korrigiert der Mitarbeiter die Stückzahl, schiebt den Behälter auf die Fördertechnik ab und greift sich den nächsten leeren Behälter. Die gefüllten Behälter fahren ins Obergeschoss und von dort in das Multishuttle oder bei Bedarf gleich weiter an einen der 12 Kommissionierarbeitsplätze. Im Multishuttle sind 60 Fahrzeuge im Einsatz, ein Fahrzeug pro Ebene. Mit einem Tempo von 4 Metern pro Sekunde sind diese doppelt so schnell wie ihre Vorgänger. First Wise Media sammelt für ihre Kunden die einzelnen Bestellungen aus einem Markt und generiert anschließend aus den lieferbaren Positionen mehrerer Aufträge einen sogenannten Pick-Shop. Anschließend prüft DC Director, ob der Auftrag Vollpaletten oder Vollkartons umfasst, die direkt aus dem Palettenlager kommissioniert werden können, oder ob eine Mischkartonkommissionierung im manuellen Lager oder im Multishuttle angestoßen werden soll. Ist in den jeweiligen Zielbereichen genügend Bestand vorhanden, reserviert das System die benötigten Mengen und die entsprechenden Behälter. Jeder der Kommissionierarbeitsplätze im Obergeschoss verfügt über einen Puffer für bis zu 12 Behälter, die vom Multishuttle sequenzgenau angeliefert werden. Das heißt, dass die Artikel später im Handel in der gewünschten Reihenfolge entnommen werden können. Am Start der Kommissionierung wird der Versandkarton zunächst mit einem Barcode-Label versehen. Mit dem Scannen werden Karton und Auftrag verheiratet. Jeder Schritt wird auch hier durch einen automatischen Wiegevorgang verifiziert. Ist der Versandkarton voll, kann der Kommissionierer jederzeit einen Lieferschein über die Teilmenge erstellen, ein Versandetikett drucken und den Auftrag mit einem neuen Versandkarton fortsetzen. Ist ein Auftrag fertig kommissioniert, stößt das System den Druck der Versandpapiere an und fordert den Mitarbeiter auf, diese zusammen mit eventuell benötigtem Füllmaterial in den Karton zu legen und diesen zu verschließen. Die fertigen Versandkartons fahren in den Versand ins Erdgeschoss. Ein Foto dokumentiert die Unversehrtheit und Etikettierung des Kartons.
Im Versand werden die Kartons ein letztes Mal gescannt und schließlich, nach Dienstleistern sortiert, auf Paletten gestellt. Die Paletten werden ebenfalls gescannt und so mit den Kartons verheiratet. Nach einer abschließenden Gewichtskontrolle erhält die Palette noch eine Umwicklung mit Folie, bevor sie von den verschiedenen Paketdienstleistern bzw. Spediteuren übernommen wird. Derzeit werden im neuen Logistikzentrum rund 20.000 Pickpositionen pro Tag kommissioniert. Die integrierte Gewichtskontrolle an mehreren Stufen des Prozesses sorgt für eine maximale Qualität der Kommissionierung. Und ab Sommer 2013 läuft diese Anlage im Zweischichtbetrieb. In Werzen ist man für weiteres Wachstum bestens gerüstet.